Mit diesen Begriffen Gut und Böse deutet sich jetzt an, dass nun bald auch irgendwann von Ethik gesprochen werden muss. In Gott selbst, das betont Böhme öfter, ist nichts Böses. Woher also kommt das Böse? Boah, jetzt wieder eine der allergrößten, fettesten Fragen. Aber wir werden hinkommen. Noch vor der Erschaffung unserer Welt schafft Gott sozusagen als Mittelglied zwischen seiner ewigen Präexistenz, also Vorexistenz als Gottheit, und der zeitlichen, vergänglichen Welt, Mittelding dazwischen, das ist das Reich der Engel. In der Bibel steht da nichts direkt drüber, wie die geschaffen wurden. In den Apokryphen haben wir verschiedene Hinweise. Meistens wird das von den neueren Philosophen dann das Reich der Engel auch mit dem Reich der Ideen im platonischen Sinne verglichen. Jedenfalls bei Böhme werden die Engel geschaffen aus diesen sieben Quellgeistern. Aber alle sieben Qualitäten haben durchaus eine Art Leib, stehen in der äußersten Geburt. Allerdings ist da nicht mit unserem groben irdischen Leibe zu vergleichen, sondern hat feinere und geistigere Natur. Und alle diese Quellgeister sind also bei der Schöpfung der Engel am Werke. Und je nachdem, welcher dabei der Primus ist, also der, der am meisten zu sagen hat, so unterscheiden sich die Engel in Farbe und Stärke der Kraft, aber nicht in der Vollkommenheit. Der ganze Gott wohnt in jedem dieser Engel. Das heißt, die Engel haben auch den freien Willen Gottes ererbt als eine Art Individuum. In den drei Königreichen Michaels, Uriels und Luzifers leben die Engel ewig und in göttlicher Harmonie. Wir gucken uns das auf dem Modell gleich an. Ich will nur noch den Satz schnell lesen. Da ist, Zitat, da ist nichts als ein herzlich Lieben, eine sanfte Liebe, ein freundlich Gespräch, eine holdselig Beiwohnen, da einer immer seine Lust an dem anderen siehet und den anderen ehret. Also das Reich der Engel, die aus diesen sieben Naturqualitäten geformt sind, ist voller Harmonie, ein wunderschönes, liebendes Spiel und Gespräch, ein holdseliges Beiwohnen. Es ist alles gut. Sie sind in diesen drei. Das sind die sieben Naturgeister, die haben wir hier noch einmal. Und die Engel, die jetzt aus denen geschaffen sind, sind in drei Reichen geordnet, sozusagen. Nämlich in dem von. Nee, das muss man jetzt so lassen. In dem von Luzifer, Michael und Uriel. Hier haben Sie die drei Buchstaben. Jetzt müssen Sie nur mal kurz rüberkommen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu zeigen. Luzifer, Michael und Uriel. Da ist also noch alles in vollkommener Harmonie. Die Frage ist, wie kommt es jetzt zu dem Ausbruch aus dieser Harmonie? Und das ist ein Werk Luzifers in seinem freien Willen. Ich klappe Ihnen das mal runter. Sie sehen jetzt also, das L von Luzifer verschwindet und Luzifer wird zur Erde gestoßen. Das ist der klassische Engelssturz, wie wir ihn auch in den Apokryphen und als Anklang auch in der Apokalypse in der Bibel haben. Und genau jetzt können Sie wieder so halten. Luzifer selbst heißt ja Lichtträger. Ne? Er ist der schönste von allen. Lux, das Licht. Und in dieser seiner Schönheit, der mit, wie gesagt, mit freiem Willen gepaart ist, passiert Folgendes. Als er aber gesehen hat, dass er also Schöne ist und hat empfunden seine innerliche Geburt und große Gewalt, so hat sein Geist sich enthebet, in Willens über die göttliche Geburt zu triumphieren und sich über das Herze Gottes zu erheben. Also das ist die klassische Figur, Luzifer will selbst wie Gott sein. Bei Dante übrigens ist es der Neid auf den Menschen, der ihn dazu führt, aber das lassen wir jetzt mal als, nee, obwohl, könnte man eigentlich kurz bringen. Sich über Gott erheben ist ja nicht Gleichheit, nicht? Ja, also, oder sich zu Gott, oder sich selbst als Gott zu setzen. Bei kurzer Exkurs zu Dante, bei Dante ist es so, in der göttlichen Komödie, Gott hat die Engel geschaffen und da ist alles auch gut und dann geht er daran, den Menschen zu schaffen und den Menschen macht er aber aus Materie, also aus Lehm.
Und als er dann Adam gemacht hat, ist er ganz stolz drauf und geht zu den Engeln und sagt, seht her, meine neueste Kreation, im wahrsten Sinn des Wortes, verneigt euch vor diesem, was ich hier geschaffen habe. Und dann sagt Luzifer, ich, ein Sohn des Lichtes, der ich reiner Geist bin, soll mich vor dem Sohn des Lebens verneigen, nie und nimmer. Und dann kommt es also zum Aufstand gegen Gott. Es ist also bei Dante auf alle Fälle jedenfalls der Aufstand oder der Hochmut des Geistes über das Fleisch, was die Ursünde ist. Und das Interessante ist jetzt, dass parallel zu dieser, oder nicht nur parallel, sondern als Mittel, wie dieser Aufstand passiert, passiert nämlich Folgendes. Die sieben Qualitäten, die der Luzifer ja auch in sich hat, diese sieben Naturgeisters, die vorher in ihm in Harmonie spielten, also in Temperanz, so ist das Wort von Böhme, die erheben sich jetzt gegeneinander im Streit. Nämlich das mäßigende, sanfte Wasser wird von der überstrengen Herbigkeit und der gewaltig brechenden Bitterkeit und der übermäßigen Hitze und dem donnernden Ton ermordet. Ein Teil der Qualitäten verabredet sich, dieses sänftigende Wasser sozusagen zu töten, damit Luzifer in seinem Licht noch höher strahlen kann. Also dieses ausgleichende, sänftige Prinzip wird ermordet. Und dann kommt es natürlich zur Katastrophe. Da ward, Zitat Böhme, der ganze Leib ein Finstertal und war kein Rat mehr in Gott, der da hätte können helfen. Aus der Liebe ward ein schwarzer, finster Teufel. Aus dem schönsten aber Engel wird der schlimmste aller Teufel. Und im ganzen Bereich Luzifers wird jetzt im Feuerprinzip des Vaters der göttliche Zorn entzündet. Luzifer aus dem engelhaften Licht verstoßen. Also das Feuerprinzip des Vaters ist ja noch kein göttlicher Zorn. Das ist sozusagen ein reines Energieprinzip. Ethisch sozusagen noch neutral. Aber jetzt durch diesen Engelssturz wird im Feuerprinzip des Vaters der göttliche Zorn entzündet. Es wird eigentlich zum Höllenfeuer. Aus Gott Vaters Feuerprinzip wird jetzt der strafende, der höllische Gott sozusagen. Luzifer wird aus dem engelhaften Licht verstoßen. Die Tötung des sänftigen Wassers lässt sein Licht verbrennen. Ne? Also dadurch dieses sänftigende Element fehlt, wie so eine Silvesterrakete sozusagen, steigt auf und verbrennt und verlischt. Also ist nichts Ewiges mehr, ist verdorben und durch die übergroße Herbigkeit wird das zu hartem Stein, so wie die Schlacke, die da runterfällt sozusagen, könnte man sich das vorstellen. Alle diese Elemente werden in ihrer Qualität gemindert. Nur das Feuer wird zum Zornfeuer, zum Höllenfeuer, die Herbigkeit und die Bitterkeit wird überstrengt. Der Ton wird aus der schönen Harmonie hier zum knatternden Geräusch und das Wasser ist verdorben. Alles ist jetzt hin und eine harte, steinerne Dingwelt ist entstanden, wo jedes Ding für sich und wo jede Qualität in sich selbst entzündet ist. Nicht in dem anderen, sondern in sich selbst und darum im Streit mit den anderen liegt. Und dieser verdorbene Stoff, der jetzt in diesem Bereich von Luzifer entstanden ist, dieser verdorbene Bereich, das ist der Ausgangspunkt für die Schöpfung der Welt. Und bisher, das waren alles noch Engel, das ganze Wir Luzifers ist jetzt in seine äußerste Geburt, in seine Leiblichkeit gefallen und verdorben. Und jetzt fragt man sich, was macht nun Gott mit dieser verdorbenen Welt? Die anderen Welten, Michaels und Uriels, die sind intakt. Ne? Wir sehen das hier nicht. Da ist alles in Ordnung, die sind noch da, können auch von ihrem Prinzip her wirken, aber der Bereich Luzifers, was nun gerade mal unsere Welt ist, die ist verdorben. Und Gott beschließt trotzdem, diesen verdorbenen Bereich jetzt nicht aufzugeben und daraus eine Welt zu schaffen. Und das ist unsere Welt. Und jetzt geht Böhme also getreu dem biblischen Sechstage-Schemas über zur
Schöpfung. Das ist jetzt sozusagen das nächste Bild. Und jetzt, genau, das ist also dieses hier. Es ist nämlich so, die Prinzipien sozusagen, diese Qualitäten, Urqualitäten, sind noch da in ihrer siderischen Geburt. Also das ist wieder so ein Spezialbegriff von Böhme, in ihrem prinzipiellen Wirken sind sie durchaus nicht abserviert und können sozusagen von außen in diese verdorbene Welt immer noch hineinwirken. Ne, so, das ist also klassisch auch astrologische Vorstellung, dass die Planetenwelt in unsere irdische Welt hineinwirken. Sie sind sozusagen noch in ihrem prinzipiellen Wirken vollkommen da und funktionstüchtig, ja, und können deswegen auch mit dem verdorbenen Kunststoff interagieren. Das ist jetzt also der Versuch Gottes, der die Welt jetzt macht in dem Sechstageschema. Der Salnitter, also das ist dieser verdorbene Grundstoff, da hat er wieder so ein extra Wort gebildet, wird zur Erde zusammengetrieben und die Finsternis über der Tiefe durch das Licht erhellt. Also Genesis 1. Ja, am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde wird also zusammengetrieben. Dann wird die Trennung zwischen den unteren und den oberen Wassern getan und den oberen befruchteten Wasser, genau in dieser Feste des Himmels, die die oberen Wasser von den unteren unterscheidet, stehen also diese sieben Geister mit ihrer Wurzel im heiligen Himmel, mit ihrer Leibigkeit im Zorn. Also diese sieben Geister haben jetzt sozusagen an beidem Anteil. Und am dritten Tag geht dann die Liebe und Sanftmut Gottes daran, die Erde neu zu bilden und zu beleben. Dieweil aber die Liebe und Sanftmut Gottes den Leib oder Lokum dieser angezündeten Zornwelt nicht wollte im ewigen Zorn und Schanden lassen stehen, so gebar er den ganzen alten Leib dieser Welt recht förmlich zu einem Leibe, darin das Leben regierte nach göttlicher Art. Das wird jetzt also wieder belebt. An dieser Stelle sei kurz jetzt was zu Böhmes Natursprache gesagt. Diese Natursprache, die schließt aus den einzelnen Silben und Buchstaben beziehungsweise der phonetischen Entstehung auf den Ursinn der Worte. Wurde ja immer gefragt, was hat Adam im Paradies gesprochen, wie hat er sich mit den Engeln und mit Gott unterhalten, und so, was ist die Ursprache. Und der Böhme macht jetzt also einen ganz eigenartigen Versuch, nämlich die Art und Weise, wie das im Mund entsteht, das sorgt dafür, wie die Bedeutung ist. Also die Sprache formt sich sozusagen vollkommen selbst. Und er macht das anhand dieser Worte von Genesis 1. Nämlich, am Anfang schuf Gott Himmel und Erden. Jetzt guckt sich der Böhme das Wort Erden an. Wir waren also stehen geblieben an der Stelle, wo jetzt aus diesem verdorbenen Salnitter, diesem verdorbenen Stoff im Bereich Luzifers, die Schöpfung passiert im Sechstageschema. Und ich wollte kurz zur Natursprache und diesem Konzept von Böhme was sagen, weil das an dem einen Wort Erden aus dem biblischen Anfangswort, am Anfang schuf Gott Himmel und Erden, sich schön erklären lässt. Also, wie passt das Wort Erden zu dem Sinn, den es bezeichnet? Zitat: Das Wort Erden stößet vom Herzen und fasset sich am hinteren Teil über der Zunge, im hinteren Gaumen. Also das Wort, er fragt sich jetzt, wie erzeuge ich dieses Wort? Das Wort Erden stößet vom Herzen, fasset sich am hinteren Teil über der Zunge, und das ist das R, im hinteren Gaumen und zittert. Es braucht sich aber die Zunge zu der ersten Silbe Erden nicht. Die Zunge wird am Anfang nicht gebraucht, sondern sie schmiegt sich in den untersten Gaumen hinein und verkriecht sich als vor einem Feinde. Also wir haben dieses Zittern von unten, R, und die Zunge schmiegt sich als vor einem Feinde. Die andere Silbe, denn, fasset sich mit der Zunge, mit dem oberen Gaumen und lässt das Maul offen, denn, und der Geist der Formung fährt zur Nase raus.
und will nicht in diesem Wort zum Mund mit raus. Ob er gleich etwas mit im Mund rausfährt, so fährt der rechte Klang des rechten Geistes doch nur durch den Geruch oder die Nasen heraus. Erden, ne, so ein bisschen wie die Franzosen das so sprechen. Erden. Das war jetzt sozusagen der phonetische Prozess. Erden. Das ist ein großes Geheimnis. Nämlich, jetzt kommt die Deutung, das Wort er bedeutet die angezündete, herbe und bittere Qualität, den ernsten Zorn Gottes. Der zittert im hinteren Gaumen, davor fürchtet sich die Zunge und schmiegt sich unterm Gaumen und flieht als vor einem Feinde. Das Wort denn fasset sich wieder auf der Zunge und der Geist zieht die Kraft aus dem Wort und fährt einen anderen Weg damit zur Nasen raus. Auch so fährt er damit hinauf ins Hirne vor den königlichen Stuhl. Das bedeutet, dass der äußerste Salnitter der Erden ewiglich von Gottes Licht und Heiligkeit verworfen ist, dass aber der Geist die Kraft des Wortes fasset und einen anderen Weg durch die Nasen ins Hirn vor den Stuhl der Sinnen fährt, das bedeutet, dass Gott will das Herze der Erden aus dem Zorn der Bosheit ziehen und zu seinem ewiglich königlichen Lobe brauchen. Merke, er will den Kern und das Beste oder den guten Geist aus der Erde ziehen und wieder neu gebären zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Also diesen verdorbenen Salnitter, diese verdorbene, durch Luzifer verdorbene Erde, will er nicht einfach sich selbst überlassen, sondern das Beste daraus ziehen und den guten Geist aus der Erde ziehen und wieder neu gebären. Gut, und diese Erde bringt also nun am dritten Tag dann die Pflanzen hervor, auch Steine und Metalle, die wachsen ja nach alchemistischer Anschauung in der Erde. Das ist also hier, haben wir dann die Pflanzen und dann, wie Sie das kennen, am vierten Tag kommen dann Sonne, Mond und Sterne an den Himmel. Das Licht des ersten Tages ist ja nicht das der Sonne, sondern so eine Art Urlicht, die Böhme mit dem Himmelsblau vergleicht. Und am fünften Tag werden dann die Tiere des Wassers und der Luft geschaffen und der sechste Tag bringt dann die Tiere des Landes und den Menschen. Hier nun muss der Böhme den Bibeltext verlassen, an den er sich bisher ziemlich genau gehalten hat, um sein Bild vom Ur-Adam zu entwickeln. Der Adam, den Gott sozusagen als Ersatz für den gefallenen Luzifer schafft, ist ein engelsgleiches Wesen. Das heißt, er ist nicht aus der verderbten Erde geschaffen, daher zunächst nicht vergänglich, sondern aus der von Böhme sogenannten Massa, in die sich das Herz Gottes, also das Lichtprinzip des Sohnes, innerhalb des verdorbenen Salnitters zusammengezogen hatte. Also das, der verdorbene Grundstoff, in diesem Zentrum dieses verdorbenen Grundstoffs hat sich sozusagen das Herz Gottes zurückgezogen und seinen Glanz und Schein in dem Leib der ganzen Tiefe vor den gräulichen, angezündeten Geistern der Teufel verborgen. Und aus diesem sozusagen guten Kern wird jetzt Adam gemacht. Der war also androgyn, vereinigte in sich das männliche und das weibliche Prinzip, also den Feuergeist und den Wassergeist. Wir sehen das jetzt hier im Modell. Und wenn das Ganze noch nicht aufgeklappt ist, sieht man also auch gut noch, dass dieser Mensch wirklich beides, Weib und Mann, in einem ist. Er versteht auch die Ursprache, die Augen der Sophia sind da, die Weisheit. Also dieser Ur-Adam ist ein engelsgleiches Wesen, das sich auch auf geistige, Böhme sagt magische Art und Weise fortpflanzen kann, ohne Zerreißung des Leibes und ebenso ernähren kann. Weil aber der Same oder die Massa, daraus Adam gemacht ward, mit der verderbten Sucht des Teufels doch etwas infiziert war, so lüsterte Adam nach seiner Mutter, das ist von der Frucht der verderbten Erde zu essen, welche da in ihrer äußeren Begrifflichkeit böse und im Zornfeuer, also hart und begreiflich, war worden. Jetzt muss man eigentlich mal fragen, wie kommt er überhaupt auf diese Idee, dass Adam jetzt engelsgleich und androgyn ist. Dazu muss man nur schnell nochmal sich vor Augen führen, dass Genesis 1 und 2 ja zwei verschiedene Geschichten sind.
von ganz verschiedenen Autoren, aus ganz verschiedenen Sichten auch heraus. Und Genesis 1 endet also damit, dass Gott den Menschen zu seinem Bilde schafft und schafft sie als Mann und Frau. Und dann fängt die zweite Erzählung an, die eigentlich die ältere ist. Und da ist am Anfang nur Adam da und da werden auch die Tiere erst später gemacht und dann erst kommt die Geschichte mit der Rippe und der Eva. Und das Problem ist, dass man in der ganzen Auslegungstradition das immer als eine Geschichte versucht hat zu lesen. Wir heute wissen das, das sind zwei verschiedene Geschichten und dann muss es also diesen Widerspruch nicht geben. Aber für die Leute damals war es schwierig. Aber da ist ein Menschenpaar geschaffen worden und dann geht es auf einmal nochmal von vorne los und dann ist nur der Mann da. Und fragte sich, wo ist die erste Frau hin? Und dann kam man auf die verschiedensten Theorien, das wäre nicht Eva gewesen, sondern Lilith oder was weiß ich, was da alles versucht wurde zu erklären. Böhme erklärt sich diese Widersprüche der verschwundenen ersten und der neu aus der Rippe geschaffenen zweiten Frau sozusagen so, dass er sagt, diese erste Erschaffung, nämlich Adam als Mann und Weib, heißt nicht, dass es ein Paar war, sondern dass er selbst in sich diese beiden Eigenschaften hatte. Und damit ist dann alles, sozusagen ist dieser Widerspruch aufgeklärt. Der Sündenfall ist dann nämlich gar nicht unbedingt die Geschichte von der Frucht, die Eva ihm gibt, die ist ja noch gar nicht da, sondern der Sündenfall passiert schon vorher. Adams innere Lust, sagt er, wendet sich von der inneren Lust der Freiheit und Ewigkeit in der Zeit als in die Ausgeburt, in die planetische Eigenschaft aus dem rein göttlichen Element, in die vier Elemente. Also behielt die innere göttliche Wesenheit oder innere Leiblichkeit keinen Führer oder Leben mehr und das war das Sterben. Männliches und weibliches treten auseinander. Wenn man jetzt das Ganze also aufklappt, sieht man richtig, wie also nicht nur das Feuer- und das Wasserprinzip auseinandertreten, sondern auch der männliche und der weibliche Körper. Die Fähigkeit zu gebären, diese magische Fortpflanzungsfähigkeit, verbleicht in Adam. Und damit überhaupt noch Gebären sozusagen möglich wird, deswegen wird dann Eva als eigenes Wesen geschaffen. Die Weisheit Gottes erlischt in Adam, nur diese Augen, die werden leer, auch die Fähigkeit zur Natursprache geht verloren und sozusagen als Vorstufe dieses selbstgewählten Todes fällt Adam in Schlaf. Dieser Schlaf ist also nicht bei Böhmen nicht sozusagen die Narkose, die notwendige Narkose, damit Eva aus ihm hergestellt wird, sondern es ist vom Wesen her eigentlich schon die Vorstufe des Todes. Aber Gott schafft in diesem Schlaf aus der Rippe die Gehilfin Eva und die bringt nun allerdings nicht die Rettung, sondern den endgültigen Fall. Beide essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und verfallen der vergänglichen Welt. Und das ist jetzt die Situation, in der wir uns befinden. Wir sind jetzt nicht mehr engelsgleich, sondern sind Männer und Frauen, sind der irdischen Welt, der vergänglichen, verfallen bzw. stehen in ihren beiden Prinzipien. Denn das, was